Wir begrüßen die Veränderungen, die die Große Koalition vor allem im Blick auf den strukturellen Rahmen der Rüstungsexportkontrolle angestoßen hat. Mit der Erhöhung der Transparenz bei der Berichterstattung, mit den Kleinwaffengrundsätzen und der Einführung von Vor-Ort-Kontrollen zur Überprüfung des Endverbleibs hat sie wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen. Allerdings wirken sich diese bisher weder im Umfang noch in der Qualität in der konkreten Genehmigungspraxis aus. Zwar war der Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen für das Jahr 2014 mit knapp 4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zunächst deutlich zurückgegangen. Für die Jahre 2015 und 2016 wurde dann jedoch mit knapp 7,9 Milliarden Euro bzw. 6,8 Milliarden Euro die höchsten Werte in den letzten 20 Jahren erreicht, und zwar sowohl bei den Gesamtwerten als auch bei den Genehmigungen an Drittstaaten außerhalb von EU und NATO. Bei den Kleinwaffen gab es ebenso nach erheblich gesunkenen Genehmigungswerten in 2014 und 2015 im Jahr 2016 wieder einen Anstieg, bei der Munition sogar einen rasanten Anstieg. Dies steht im Widerspruch zu den Kleinwaffengrundsätzen und zur erklärten Absicht der Bundesregierung, bei Kleinwaffen besonders strenge Maßstäbe anzulegen. Es entsteht der Eindruck, dass die starken Schwankungen weniger einer bewussten Politik als vielmehr der jeweils aktuellen Auftragslage geschuldet sind. Mit Algerien, Saudi-Arabien und Ägypten befinden sich unter den 5 größten Empfängern deutscher Rüstungsgüter gleich 3 Drittstaaten mit einer sehr schlechten Menschenrechtssituation, internen Gewaltkonflikten und riskanten regionalen Konflikten. Die GKKE kann nicht erkennen, dass die Bewaffnung von Regimen wie in Ägypten, Saudi-Arabien oder etwa Katar im außen- oder sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands liegen. Eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition führt im Jemen seit März 2015 einen brutalen Stellvertreterkrieg gegen die schiitischen Houthi-Milizen. Bis heute sind diesem Krieg weit über 10.000 Menschen direkt zum Opfer gefallen. Das humanitäre Völkerrecht wird mit Füßen getreten. Die Große Koalition von Union und SPD hatte zwischen Januar 2014 und April 2017 Rüstungsexporte von über 1 Milliarde Euro an Saudi-Arabien genehmigt. Geliefert wurden unter anderem Patrouillenboote und Komponenten für Tornado- und Eurofighter-Kampfflugzeuge. So kommt bei den saudischen Luftangriffen, die häufig auch zivile Einrichtungen treffen, Rüstungstechnologie aus Deutschland zum Einsatz. Die Bundesregierung sollte ihre friedenspolitischen Leitlinien vom Juni 2017 ernst nehmen und sich selbstkritisch mit möglichen eigenen Beiträgen zur Konfliktverschärfung, etwa durch ihre Rüstungsexportpolitik, auseinandersetzen. Die derzeitige Genehmigungspraxis beschädigt die Glaubwürdigkeit der deutschen Friedenspolitik und damit auch deren Wirksamkeit erheblich. Das vorgenannte Beispiel Saudi-Arabien zeigt dies leider mehr als deutlich.